Eine wichtige Sache sei noch gesagt über die Toolbox. Es gibt hier viele schöne Sachen, wie zum Beispiel diesen Vibes Guy, den zieht ihr rein und bam, schon habt ihr Atmosphäre, aber okay, das passt nicht so ganz da oben. Hier passt es, da nicht mehr. Da hat sich jemand ein wenig Mühe gegeben. Ich mach den Sky wieder raus. Aber das hier zum Beispiel, Squid Game Guard Morph. Hier wäre ich vorsichtig. Eigentlich bei allen Sachen, bei denen nicht dieses goldene Zeichen hier unten rechts ist, wäre ich vorsichtig. Dieses Zeichen bedeutet High Quality Item, das wurde von Roblox geprüft und kann man benutzen. Das ist der Spawn, den wir auch hier liegen haben. Das hier wurde von irgendeinem User hochgeladen und zwar von AnonymousPerson1337. Und AnonymousPerson1337, der würde ich nicht einfach so vertrauen, nur weil sie irgendwas hochlädt. Squid Game Morph haben wir jetzt hier Model drin. Don't change name. Ist scheinbar wichtig, dass man den Namen nicht ändert. Dann haben wir einen Part mit einem Script drin. Gucken wir einfach mal in den Script. Und was ist das? Aha, da hat wohl jemand ein Virus platziert. Game.players. Und dann hat er hier ganz viele Leerzeichen oder Tabs gesetzt. Und dann Players Added Connect. Okay. Okay, wenn ein Spieler hinzugefügt wird, dann wird eine Function gestartet. Okay. Wir den Spieler reinnimmt. Falls der Spieler ist Mitglied von der Gruppe. Okay. Wenn der Spieler Mitglied dieser Gruppe ist, dann require, dann wird dieses Script hier required, das ist irgendwas, was der hochgeladen hat. Und da wird dann die Funktion namens ausgeführt. Wer auch immer das hier hochgeladen hat, hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass er, wenn er diesem Spiel beitritt, in dem das Ding hier drin ist, irgendwelche Sonderrechte hat. Irgendwelche komischen Troll-Commands oder Admin-Rechte. Kann alles Mögliche sein. Wir können uns das ja mal anschauen. Warte, require. Aha, okay. Dann wird nämlich das hier geladen. Und das heißt Content Deleted von Anonymous Person. Sub-YouTuber sponsored this lol. It's just a weld script. It's just a weld script. Okay. Okay, hier gab es schon andere Leute, die darauf aufmerksam geworden sind. Haben das gemeldet. Dann habt ihr sich dafür gerechtfertigt. Immerhin zerstöre ich das Spiel damit nicht, sondern gib mir nur Admin-Rechte. Also ist das hier ein Modul, mit dem man sich Admin-Rechte gibt. Kann ich mir mal anschauen. Explorer. Spawn Panel. Okay. Das gibt dem Typen dann scheinbar ein Admin-GUI, wenn er dem Spiel beitritt. Habe ich jetzt aber auch keine Lust reinzuschauen. Wir haben genug gesehen. Alles, was wir wissen müssen, ist, das hier ist der böse Code. Das könnte theoretisch ein Virus sein, welches das komplette Spiel, das ihr macht, zerstört. Und deswegen passt auf, wenn ihr irgendwas aus der Toolbox seht. Der Typ hat sich jetzt selbst nur Admin-Rechte gegeben. Nur andere Leute versuchen wirklich, Spiele zu zerstören oder euch gebannt zu bekommen, wenn ihr Zeug aus der Toolbox verwendet. Guckt immer ganz genau nach.